sprechen wir über die Ziele und wie sie erreicht werden sollen. Mit Luisa Neubauer, Klimaaktivistin von Fridays for Future und uns jetzt vom Kirchentag in Dortmund zugeschaltet. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen nach Dortmund. Hi, guten Morgen. Frau Neubauer, es ist ja relativ offensichtlich, dass Sie sich konkret nicht mehr beschränken wollen auf Demonstrationen am Freitag. All das, was in den nächsten Tagen ansteht, sieht nach einem massiven Kurswechsel aus. Mit welchem Ziel? Massiver Kurswechsel weiß ich nicht. Ich glaube, ganz klar ist und ganz deutlich wird an diesem Wochenende, dass wir, die verschiedenen Akteure der Klimabewegung, uns zusammenschließen und sagen, wir vereinen uns hinter einem großen Ziel, sind aber durchaus differenziert in den Aktionsformen, den wir nehmen. Also Ende Gelände mobilisiert in die Grube, wir mobilisieren auf die Straße, haben angemeldete Proteste, die in Aachen und an der Grubenkante stattfinden und schließen uns praktisch im Schulterschluss zusammen. Das heißt aber nicht, dass Fridays for Future jetzt im zivilen Ungehorsam in die Grube laufen wird. Die Kanzlerin ist ja gestern in Goslar zu den Demonstranten von Ihnen gegangen, unterstützt offenbar mittlerweile eine schärfere Klimapolitik, mit Sicherheit ein Resultat der Haltung, die Sie da jeden Freitag an den Tag auch gelegt haben. Wie kommen diese Umarmungsversuche der einstigen Klimakanzlerin bei Ihnen an? Ich war gestern auch in Goslar. Ich fand es ehrlich gesagt extrem ernüchternd. Und ich habe mich gefragt, ob Frau Merkel diejenige ist, die nochmal als Klimakanzlerin aus dieser Krise hier rausführen wird. Und ich bezweifle das ehrlich gesagt. Sie hat gestern gesagt, die Regierung mache ja schon und Klimaschutz könnte mal ja auch ein Jahr dauern oder einen Tag dauern. Das ist nicht, was wir gerade hören müssen. Das ist auch nicht die Zuversicht, die wir eigentlich gerade brauchen von einer Kanzlerin, die jetzt, wo sie noch an der Macht ist, wo sie noch was zu sagen hat, die Ärmel hochkrempeln müsste und mal eine Ansage machen müsste. Frau Neubauer, aber dass eine Politikerin, Politik ganz generell bestimmten Zwängen und Regularien unterliegt, das ficht Sie nicht an? Naja, der große Zwang, der uns über uns allen liegt, ist die Geophysik und mit der lässt sich verständlicherweise nicht wirklich verhandeln. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Art Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir Politik machen. Natürlich gibt es politische Zwänge, das ist ja keine Frage, aber grundsätzlich unterliegt das den geophysikalischen Grundlagen und den klimatologischen Veränderungen der Welt. Und das heißt, wenn wir sehen, was mit dem Planet passiert, alleine heute werden 3 Milliarden Tonnen Grönlandeis schmelzen, das ist dreimal so viel wie normal, dann müssen wir uns fragen, ob wir nicht die Art und Weise, wie wir Politik machen, wie wir politische Prozesse führen, beschleunigen können, effizienter gestalten können und den Rahmenbedingungen anpassen. Haben Sie denn aber das Gefühl, dass Sie bereits etwas erreicht haben bisher? Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Lesart an. Viele loben uns ja dafür, dass wir jetzt seit 6 Monaten streiken. Das spricht sehr für eine politische Jugend, das spricht sehr für eine politisierte Generation und Gesellschaft, die auf die Straße geht und wie bei der Europawahl auch an die Urne. Das hat definitiv dazu beigetragen, dass wir heute einen anderen Diskurs führen. Was das für die Klimaziele bedeutet und noch viel konkreter für die Emissionsreduktion, ist eine andere Frage. Und was wir sehen, ist, dass nach wie vor Kraftwerke weiter heizen und das wahrscheinlich noch die nächsten 20 Jahre. Wir sehen, dass zögerlich langfristige Bekundung gemacht wird, aber kurzfristig überhaupt nichts passiert. Das heißt, da ist, glaube ich, ein Erfolg sehr relativ und es ist entscheidend, dass gestern die Politik eine Ansage macht und beweist, dass sie regierungsfähig ist. Wenn man konkret auf all das schaut, was sich ändern wird, dann wird unterm Strich vor allen Dingen eine doch recht deutliche Verteuerung von Energie für jeden Einzelnen stehen. Manch einer wird sich das nicht leisten können. Wie gehen Sie damit um? Die Frage ist ja nicht, ob das auf den Einzelnen kommt, sondern die Frage ist, wie finden wir einen Mechanismus, der Energie mit den Kopf, also die Energieproduktion mit den Kosten verknüpft. Ob das am Ende der Einzelne trägt oder der Steuerzahler oder andere Kassen, das ist ja eine Gestaltungsfrage. Und na klar müssen wir da an Menschen denken, die zum Beispiel mit niedrigen Einkommen, mit einer energieintensiven Ölheizung dastehen und nicht weiter wissen. Aber das ist kein Widerspruch zu Klimaschutz, das ist ein weiteres To-Do auf der Liste. Und das heißt, ja, die Herausforderungen sind gigantisch, das sagt ja keiner. Aber was wir halt nicht machen dürfen, ist weitere 30 Jahre zu verschenken, denn wir haben nur noch 30 Jahre Zeit. Das heißt, wir brauchen jetzt eine aktionswillige, eine kreative, eine handlungswillige Regierung und unseren Wirtschaftsminister vor allem, der jetzt loslegt und Konzepte vorlegt, um zu vermeiden, dass am Ende Leute alleingelassen werden. Frau Neubauer, die Klimaneutralität ab 2050 ist auch ein Thema heute am Nachmittag beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Da wird auf jeden Fall darüber gesprochen werden. Sie fordern ein, Sie haben es jetzt mehrfach gesagt, da muss mehr Tempo hin, man muss es anders organisieren, man muss sich einfach anders aufstellen. Können Sie es konkretisieren? Wie soll sich die EU anders aufstellen? Wie soll man sich in Deutschland anders aufstellen, um schneller zu werden?
Naja, die Konzepte sind ja da. Deutschland schließt sich jetzt beim EU-Gipfel den 2050-Zielen der Initiative von Macron an. Das ist ein großer Schritt. Vor 2 Monaten waren wir in Sibiu beim letzten Gipfel und haben genau das gefordert, dass jetzt Deutschland da steht, ist schon mal entscheidend. Was aber noch viel wichtiger sind die kurzfristigen Ziele. Das heißt, wir brauchen ambitionierte Ziele für 2030. Wir brauchen Deutschland das Beweis, dass sie es einhalten kann. Und das heißt, klar, wir können viel, viel schneller aus der Kohle aussteigen. Wir können viel schneller eine Energietransformation anstoßen, die gesellschaftlich und wirtschaftlich längst akzeptiert ist, wo die Politik gerade blockiert. Und gerade auf EU-Ebene gilt es darum, dass alle gemeinsam ihre Ambitionen anheben und gerade die energieintensiven Staaten, Deutschland zum Beispiel, die seit Jahrzehnten dazu beitragen, massivst, dass die EU nach wie vor extrem hohe Treibhausgase emittiert, dass die sich an die eigene Nase fassen und sagen, okay, was sind eigentlich unsere Verantwortung und wie können wir gerade andere Staaten, Osteuropa, Südeuropa unterstützen, da zur Hand geben mit technischem Know-how, mit finanzieller Unterstützung, mit Policy-Wissen, mit Expertenmeinungen, die dann sagen, jo, das ist unsere gemeinsame Sache. Wir wollen als EU beweisen, dass wir Standards setzen können für das 21. Jahrhundert. Wir scheuen nicht diese Herausforderung, sondern schließen uns zusammen und legen richtig los. Frau Neubauer, Sie fordern den Dialog mit der Politik ein. In der Universität Leipzig bei einem Auftritt von Christian Lindner hat er den Dialog angeboten, nachdem die Bühne gestürmt wurde gewissermaßen. Da ist man dann weggelaufen. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Tja, Herr Lindner verweigert seit Monaten Konstruktivität in der Klimadebatte. Ich saß mit ihm zusammen bei Herrn Lanz und habe mich sozusagen diskursbereit dazugesellt und erwartet, dass da was kommt und warte bis heute darauf. Ich freue mich sehr, dass ich mit Herrn Lindner in 2 Wochen an seinem Podcast gemeinsam oder über seinen Podcast gemeinsam zusammenkommen werde und über Klimapolitik sprechen kann. Ich denke, es ist entscheidend, dass öffentlichkeitswirksame Protestaktionen zeigen, dass es noch nicht genug ist. Und das wird natürlich von uns als Bewegung und auch von mir persönlich ergänzt mit Gesprächsangeboten, mit Dialog und genau mit den Debatten, die wir so sehr einfordern. Frau Neubauer, danke schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.